Hallöchen, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Heute was vom guten Peugeot Racer. Der hat nämlich seine erste eigene Mod gebaut, sonst hat er ja meist Mods von anderen fit gemacht für Transport Fever 2 oder nochmal umgeschrieben, was hinzugefügt, in eine Mod gepackt, die UI irgendwie verändert, und diesmal hat er seine erste eigene Mod gemacht und die ist wirklich richtig toll geworden in Zusammenarbeit mit Mario Tator, und zwar das Stellwerk Schorndorf, liegt in Baden-Württemberg, ist heute nicht mehr in Betrieb. Ich habe so ein bisschen auf Wikipedia gelesen, warum das nicht mehr in Betrieb ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das alles automatisiert worden, aber das Stellwerk ist richtig schön geworden. Download-Link gibt es unten in der Videobeschreibung, wie ihr das kennt, und da gibt es auch so ein kleines Tutorial, wie ihr denn Mods, die nicht aus dem Steam Workshop sind, manuell installieren könnt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Lieben Dank natürlich an der Stelle für dieses schöne Stellwerk. Er hat hier so eine eigene Kategorie, PR, und da finden wir dann Stellwerk Schorndorf. Dieses Stellwerk ist 1970 erbaut und hat auch einen wunderbaren 70er-Jahre-Look. Wie so ein Tower am Flughafen, würde ich fast sagen. Kann man hier mit Assets und ohne Assets bauen. Mit Assets, da ist oben natürlich ganz modern ein Funkmast dran. Dann haben wir oben noch Photovoltaikanlage und hier die Oberlichter. Die hier, die sind dann auch mit dabei. Und wenn man ohne Assets baut, dann ist halt nichts dabei. Aber wir gucken uns das Ganze natürlich mit Assets an. Ganz schön viele Fenster hat das Teil, aber nun gut, wenn das so ist, dann ist das so. Hier ist bestimmt das Treppenhaus. Eingang ist hier hinten. Da muss man aber einen großen Schritt machen. Ich würde eher sagen, wir bauen das Ganze ein bisschen tiefer, so, damit das auch auf einer Höhe mit dem Gelände ist. Hier eine schöne Dachrinne dran gebaut. Hier könnte man auch noch von mir aus irgendwas drauf bauen, wenn man da Bock drauf hat. Nee, Quatsch. Guckt mal an. Das ist, wenn man so viel redet und nicht aufpasst, was man macht. So, mit Assets natürlich. Jetzt aber gerade ein bisschen der Wurm drin. So. Jetzt aber. Das Ganze ist hier oben ohne Inventar, also ohne Inneneinrichtung. Das ist aber gar nicht weiter schlimm, wie ich finde. Sagt hier oben der Funkmast noch dran. Und ja, das Ganze ist, denke ich, für einen mittleren bis etwas größeren Bahnhof. Ich würde das jetzt nicht an den 24-gleisigen Hauptbahnhof stellen, aber so für, ja, 4 bis 10 Gleise, denke ich, ist das vollkommen okay. Das Ganze müsste eigentlich auch ans Gleis ansnappen. Schauen wir uns mal an. Ja, das snappt super an. Und dann könnt ihr das Ganze wunderbar direkt ans Gleis bauen. Schönes Teil. Hier unten ist der Haupteingang. Sehe ich gerade. Und hier noch so Seiteneingänge. Wahrscheinlich sind hier die, wie nennt man das denn, diese. Ja, genau die. Im Stellwerk gibt es auch immer so Hebel, die man umlegt. Das wird ja nicht hier oben drin sein. Ich denke, das ist hier unten drin. Hier oben ist der, der Ausschau hält, welche Züge wo kommen. Und dann funkt er wahrscheinlich hier runter und der stellt dann. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir vor, dass es im Stellwerk funktioniert. Richtig schöne Betonoptik. So wie sie es für die 70er gehört, so plattenbaumäßig. Schick, schick. Nee, gefällt mir wirklich. Also Stellwerke haben wir jetzt wirklich massive Auswahl. Hier vom Peugeot Racer, dann haben wir ja vom Mario, das Bernd und Richard noch. Dann haben wir hier die ganzen aus der Mod-Werkstatt. Dann haben wir hier noch Stellwerk Frankfurt-Oder. Dann haben wir hier noch vom Mario 4 Stück. Das ist schon richtig, richtig schön, was wir da basteln können. Nebenbei ist mir übrigens aufgefallen, die Schenker-Lagerhalle aus Transport Fever 1, die war ja konvertiert. Die ist bei mir jetzt nur noch so ein Amazon-Würfel.
Nur mal so nebenbei, falls da jemand eine Lösung hat für mich. Keine Ahnung, also das Spiel stürzt nicht ab, wenn ich die auswähle, sondern ich habe halt einfach nur noch einen Amazon-Würfel. Keine Ahnung. Naja. Okay. Danke nochmal an der Stelle an den guten Peugeot Racer und an den guten Mario. Ich finde es super. Werde es auf jeden Fall benutzen, aktivieren in meinem Safe und wünsche euch viel Spaß damit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.